Passend zum Thema Lehren und Lernen mit digitalen Medien im organisierten Sport wurde das Fachforum Bildung als Blended Conference gestaltet. Eine Woche vor dem Fachforum wurden alle Teilnehmer zur vorbereitenden Online-Phase eingeladen. Anhand einiger kurzer Aufgaben konnten sie die Werkzeuge und die Möglichkeiten der digitalen Lernumgebung kennenlernen und schon vorab miteinander kommunizieren. Die Erfahrungen aus dieser Online-Phase wurden in der Präsenzphase thematisch aufgegriffen. Erstmal allen ein herzliches Willkommen zu unserem jährlichen Fachforum. Man müsste natürlich sagen, und Stefan hat es eben schon angesprochen, genauer gesagt, ich begrüße euch natürlich zur zweiten Phase des Fachforums, denn eigentlich hat es ja schon längst begonnen. Wir bilden Menschen aus, die dann als Lehrende in unserem System aktiv sind und dann wiederum Sportlerinnen und Sportler bilden. Und sie tun das auf hohem Niveau. Und deshalb ist es für uns umso wichtiger, dass wir uns mit unseren Lehrmethoden tatsächlich auf der Höhe der Zeit befinden. Denn die Trainerinnen und Trainer benötigen für ihre Arbeit eine große Methoden- und Vermittlungskompetenz. Sie müssen intensiv kommunizieren. Und hier können wir mithilfe des Salto-Projekts einen großen Schritt tun. Um das inhaltliche Thema auch methodisch aufzugreifen, haben wir in diesem Jahr das Format einer sogenannten Blended Conference gewählt. Für uns im BOSB war dies eine völlig neue, aber auch ganz bereichernde Erfahrung. Bereits im Vorfeld mit Ihnen in Kontakt zu kommen, und viele haben das ja auch schon intensiv genutzt, haben kommentiert und geblockt. Diese Phase hatte einen zweifachen Nutzen für alle Beteiligten. Wir konnten nämlich erleben, wie E-Learning, jedenfalls in kleinen Ausschnitten an der Stelle, tatsächlich funktionieren kann. Und zum anderen konnten wir auch schon allerhand übereinander erfahren. Und viele von uns haben diese Möglichkeit auch genutzt, um ihre eigenen Erwartungen und Erfahrungen mitzuteilen und sich schon an ersten Diskussionen zu beteiligen. Als Moderator steht diesmal, hat er hier schon die Eröffnung gemacht, Stefan Schulz-Algi uns zur Seite und er wird jetzt von Dr. Frank Pohle unterstützt. Das ist Frank. Und ich freue mich auf zwei tolle Tage. Dankeschön. Aus Schweden. Er ist gerade in einem kleinen Ort, vielleicht mit 4-5 Einwohnern und sitzt in einer Schule, die ist noch viel kleiner, aber hat eine riesige DSL-Leitung, also die Verbindung ist großartig. Und ja, Andreas, wir freuen uns sehr auf deinen Einstiegsvortrag zum Thema Sport mit I. Ja, danke für die netten Worte. Ich bin in der Tat in Schweden und im Grunde sind wir damit auch schon mittendrin im Thema. Nicht nur, dass ich jetzt herzliche Grüße aus Westschweden überbringen kann, sondern um mal weiter ranzuzoomen. Hier sitze ich, ein bisschen größer ist die Schule dann doch, wieder auf der Ort. Was wir machen, ist im Grunde Telepräsenz, medienvermittelte Kommunikation. Raumgrenzen werden überwunden. Ich sitze in Schweden, Sie sitzen in Frankfurt. Üblicher Einstieg in so einem Zusammenhang, wo ich jetzt das Thema Medienkompetenz im Grunde schon angesprochen habe, ist, ja, über Medienkompetenz zu kommen. Ein klassisches Modell, gibt einige verschiedene, aber ein, ja, das unbekannteste Modell ist das von Barke, der so zwischen Mediennutzung, Mediengestaltung, Medienkunde, aber eben auch Medienkritik unterscheidet. Aber ich möchte doch einen anderen Einstieg wählen, denn mich interessiert vielmehr, welche Funktionen Medien in spezifischen Kommunikationssituationen, also so wie wir es jetzt haben, aber natürlich vor allen Dingen auch im Kontext von Sport und Training haben. Und das wird sich im Folgenden am Beispiel hoffentlich einer Geschichte konkretisieren. Und die Geschichte, die ich erzählen möchte, ist die Geschichte von Hans. Hans ist 16 Jahre alt, ist Schüler, wie man so schön sagt, vielfältig interessiert. Er besitzt einen eigenen Computer, eine Spielkonsole und seit seinem 16. Geburtstag ist er auch stolzer Besitzer eines Smartphones. In dem Zusammenhang bitte ich jetzt um Interaktion, denn mich würde interessieren, über welche medientechnische Ausstattung verfügen Sie eigentlich zu Hause? Sie sehen hier die Anweisung, in dem auf Ihrem Endgerät einmal auf Fragen klicken und dann sollten Sie die erste Frage sehen. Ja, die ersten Antworten.
Antworten gehen ein. So also sieht das aktuelle Ergebnis aus. Oh, es steigt. Zum Vergleich dazu, wie sieht es eigentlich in so einem Online-Haushalten 2012 aus? Also in der Tat vergleichbar mit dem Ergebnis, was gerade hier im Auditorium zu sehen war, Computer, Notebook, nahezu 100% Abdeckung, 97% der Bevölkerung oder Haushalte verfügen darüber. Smartphone, Spielkonsole ungefähr gleich, ist bei knapp 35% und Tablets sind ungefähr 9% im Jahr 2012 vertreten. Im Hansfeld auch Snowbot. Oma hat ihm dafür ein Buch geschenkt. Und das, was in diesem Buch besonders reizvoll fand, war im Grunde Bildreihen, wo so eine komplexe Bewegung, ein Sprung oder ähnliches in Einzelbilder aufgelöst wurde. Und was Hans jetzt macht im Skiurlaub ist, er bittet einen Freund, seine Handykamera zu benutzen. Und er macht im Grunde genau das Gleiche. Sein Freund fotografiert ihn bei einem Sprung. Und diese Kamera macht automatisch 3 Einzelbilder pro Sekunde. Das heißt, er kommt eine ganze Menge daraus. Und er kann hinterher seine Bildreihe mit der im Buch vergleichen. Was wir hier haben, ist einerseits eine lernrelevante Medienrezeption. Hans guckt ja ins Buch. Aber gleichzeitig eben kommt es auch zur Medienproduktion und Analyse anhand der selbst erstellten Medien. Digitale Medien überwinden Raum- und Zeitgrenzen, erleichtern sicher auch die Distribution der Informationen. Gleichzeitig, ich denke, das war an den Beispielen auch zu sehen, erweitern sie die Erfassung, Verarbeitung, Vermittlung und auch die Kombinationsmöglichkeiten von Informationen, erschließen neue Nutzungsoptionen, steigern auf jeden Fall soziale Präsenz, aber auch Interdependenz, vermischen zunehmend reales Erleben und artifizielle Informationen. Und natürlich führen sie auch dazu, und das ist nur eine Feststellung, das ist keine Wertung, dass Offline-Zeiten sich zunehmend verringern. Medien kennen heißt nicht, dass man sie auch zwangsläufig einsetzen muss. Und ich glaube, der Schlüssel für uns besteht darin, eine richtige Auswahl zu treffen und auch abzuwägen, was kann mir wie helfen, mit welchen Aufwänden. Aber auch die Aufwände sind natürlich durchaus von zentraler Bedeutung. Für den organisierten Sport bieten digitale Medien ja auch eine ganze Menge Vorteile. Man muss nur überlegen oder kommen von der Funktion, welche Funktionen stellen sich eigentlich an meiner Organisation, an meinen Trainingsbetrieb, an meinen Lehrbetrieb. Und dann kann ich von da aus kommen, von dem Funken, einem Gesichtspunkt her, dann überlegen, inwieweit mir digitale Medien hier helfen oder eben nicht. Kurzes Feedback zu dem Vortrag von Herrn Hebbelseger. Hochinteressant, vor allem, dass die Technik auf Anhieb geklappt hat. Kompliment. Das Problem für mich stellt sich da, dass ich gleichzeitig zuhören möchte und Fragen beantworten muss, die entweder beantwortet wurden oder auch noch nicht beantwortet wurden. Und während des Wartens auf die Antwort, ich weiter den Vortrag lauschen darf. Das ist manchmal etwas schwierig, aber man kann sich ja dran gewöhnen. Danke. Also das Entscheidende fand ich, dass er gezeigt hat, dass man interaktiv arbeiten kann. Punkt. Eines Forschungsprojekts, was vom BMBF finanziert wurde, ähnlich wie das Salto-Projekt. Entstanden ist dort eine Community für Ehrenamtliche und Hauptamtliche in der evangelischen Kirche. Die Grundbeobachtung war, dass es dieses Kirchturmdenken gibt, diesen klassischen Kirchturm. Ich mache das, was in meiner Gemeinde passiert, aber auch das Gefühl, ich bin dafür verantwortlich, selber hier alles immer neu zu erfinden, neu kreativ zu sein. Man hat sich gesagt, okay, wenn jetzt Innovation lokal in irgendwelchen Gemeinden vorhanden ist, wie kann ich dieses Wissen über die Innovation an andere weitergeben, sodass andere davon lernen können. Was die Kirche jetzt gemacht hat mit uns zusammen in dem Forschungsprojekt ist, wir haben uns angeguckt, wie funktioniert denn diese Wissensweitergabe im industriellen Kontext. Und da gibt es ein Modell, was relativ verbreitet ist, die Wissensmanagement-Spirale nach Nonaka und Takeuchi. Und was man hier sieht, ist, dass man sich überlegt hat, okay, diese Sozialisation von Wissen, also dass der Meister dem Lehrling die Pfeile führt, das ist heutzutage in großen globalen Kontexten nicht mehr möglich. Das heißt, wir müssen unser Wissen irgendwie verbalisieren und das ist ganz schwierig, weil das Wissen von Handlungen, das ist in der Regel stummes Wissen. Ich kann darüber ganz schwer sprechen. Und das heißt, das Erste, was wir machen, ist, wir geben eine Hilfestellung, wie denn so ein Wissen externalisiert werden kann. Indem wir
Darstellungsform für das Wissen anbieten. Dann hat man in der Industrie gesehen, dass es ganz wichtig ist, dieses Wissen miteinander zu vernetzen. Das heißt, wenn eine Gemeinde X, ich komme jetzt wieder aufs kirchliche Beispiel, eine Gemeinde X, was zur Suchtprävention macht mit Jugendlichen, dann sollte sie davon wissen, wenn es andere Gemeinden gibt, wo das auch passiert. Und eine Gemeinde in Bayern sollte mit der Gemeinde in Berlin sprechen, damit man voneinander lernen kann. Man hat da die Vision, dass man in Online-Systemen, das in einem Wikipedia ist ein gutes Beispiel, wo es funktioniert, weil es so breit und allgemein ist. Das heißt, dort unterstützen wir. Und dann der Schritt, wie komme ich wieder von dem, was dort beschrieben ist, wie kann ich das auf meine Praxis übertragen? Was wir hier gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir machen einen Live-Workshop, wo wir wirklich vor Ort Ideen mit Herausforderungen vernetzen. Solche zusätzlichen Formen sind einfach nötig, damit das Bedürfnis nach realer Begegnung, wie man es hier ja auch hat, ja, also man kommt ja hierher, weil man reale Begegnung haben will. Das heißt, wenn wir das miteinander zusammenbringen, dann haben wir eine Chance, dass auch im virtuellen Raum die Kooperation weitergeht. Die Überschrift, man könnte sagen, drei Worte, Ideen sammeln und entwickeln, Erfahrungen sammeln und miteinander vernetzen und Wissen daraus generieren. Das heißt, das Wissen, wie aus konkreten Projekten, was ist überhaupt der Kern dahinter? Wir haben dort einen Lernansatz, wo es darum geht, Innovation, gute Ideen aus der Praxis so festzuhalten, dass andere davon lernen können. Und das ist, denke ich, etwas, was auch im Sport eine sehr hohe Relevanz hat. Immer dort, wo im Sport, in den Vereinen wirklich an der Basis Innovation getrieben wird, dass das nicht an den Grenzen des Vereins hängen bleibt. Und ich denke, da haben wir sehr viel Gemeinsamkeiten. E-Portfolio steht für ein elektronisches Portfolio, für eine elektronische Sammelmappe, in der man alles Mögliche sammelt. Wie würde jetzt ein Softwareentwickler die Ziele von so einem Portfolio sehen? Der würde sagen, am wichtigsten an so einer E-Portfolio-Software ist, dass man möglichst unterschiedliche Dateien, also seien es Videos, seien es Podcasts, seien es Blogbeiträge, seien es Forendiskussionen, dass man das dort alles multimedial präsentieren kann. Und zwar in Form von einer Website. Und um diese Website zu erstellen, soll der Nutzer eigentlich gar nicht viel können müssen. Das soll ganz, ganz einfach gehen. Ein Pädagoge würde das anders definieren. Der würde sagen, das rein Technische, das ist noch nicht das Ziel von der Portfolioarbeit. Das Ziel geht eigentlich viel weiter. Es geht in die Richtung, dass man reflexives und selbstgesteuertes Lernen unterstützen möchte. Und zwar dadurch, dass man die Lerner aktiv daran beteiligt, welche Artefakte aus ihrem Lernprozess sie auswählen. Und da möchte man eben sozusagen die Lerner aktivieren, dort nachzudenken. Was war wichtig in meinem Lernprozess? Wo habe ich mich da weiterentwickelt? Worüber habe ich nachgedacht und zu welchem Schluss bin ich gekommen? Und das möchte man in einem E-Portfolio abbilden und auch unterstützen. Weiterhin ist ein Ziel aus pädagogischer Sicht, dass man bei der Bewertung sich nicht nur das Endprodukt anschaut, von einem, der ein E-Portfolio erstellt hat, sondern auch den ganzen Lernprozess, also auch Zwischenstände in der Arbeit, Skizzen, Entwürfe, Reflexionen dazu. Jetzt zeige ich Ihnen mal eine beispielhafte Ansicht, die ein Student an der Universität Krems erstellt hat, begleitend zu einem Seminar, da ging es um Kommunikationstheorien. Und er hat zum einen ein Coverletter geschrieben, in dem er den Leser einführt, um ihm zu sagen, was findet er auf dieser Ansicht alles. Er hat dann einige Texte geschrieben mit Informationen zu Kommunikationstheorien, um das zusammenzufassen, hat aber auch Bilder von einem Workshop eingefügt. Also ich muss natürlich die Texte in das Mahara irgendwie reinbringen, rein kopieren oder in diese Textfelder hineinschreiben, aber sobald das passiert ist, kann ich die dann sozusagen so grafisch anordnen, wie ich mir das vorstelle. Also E-Portfolio-Arbeit ist wirklich dafür gedacht, informelle und nonformale Lernprozesse
auch mit in eine Lernbiografie aufzunehmen. Und da passt natürlich der Sport einfach hervorragend dazu, weil das, was man dort lernt, sehr oft in der Praxis passiert, im Verein, im Unterricht mit den Schülern, mit den Sportbegeisterten. Und das kann man nicht in einem Zeugnis oder mit irgendeinem Abschluss abbilden, sondern da eignet sich eben gerade Portfolioarbeit, wo man unterschiedlichste Medien einbinden kann, Reflexionen dazu und auch den Lernprozess, den man gerade als Lerner im Sport bestimmt auch macht, abbilden kann. Was waren so die Dinge, die Sie am meisten beeindruckt haben in den Diskussionen? Also was mich beeindruckt hat, war, dass die Teilnehmer schon so richtig konkrete Fragen hatten zum Einsatz von E-Portfolios im Sport. Was mich auch beeindruckt hat, war, dass gleich auch gefragt wurde, wie kann man das denn didaktisch einbinden und wie kann man sozusagen die Betreuung, die bei der E-Portfolioarbeit sehr wichtig ist, wie kann man das eigentlich überhaupt leisten in der Übungsleiterausbildung oder auch Lizenzausbildung. Also in der Falle der Ausbildung findet Folgendes statt. Lehrproben, es finden statt, also in Theorie und Praxis, das wird eingeübt. Und ja, damit man die praktischen Übungen auch gut reflektieren kann, werden sie eben bei uns auch videografiert und dann im Plenum das mal besprochen. Und jetzt möchte ich Ihnen ja dieses Edubreak ein bisschen näher bringen, womit wir seit ja, 2 Jahren arbeiten. Also wir haben eine Videografierung von ganz bestimmten Schulungsinhalten und da muss natürlich das Video personalisiert werden und in einen angelegten Kurs zugeordnet werden. So sieht das dann beispielsweise aus, das heißt ein Screenshot aus einer Schulungssituation und da hat also die Teilnehmerin selber sich kommentiert. Also ich gebe Ihnen noch ein paar Beispiele, also so in der Motorradausbildung setzen wir es ein, wo der also anschließend dann tatsächlich manche Dinge nochmal sehen kann, wie knapp er da tatsächlich an so einen Kegel herangefahren ist beispielsweise. Mit dieser Edubreak-Oberfläche ist es eben dann möglich, diese Dinge auch zu bewerten, also zum Beispiel im LKW rangieren. Der hat jetzt sonst nur seine kleine Perspektive über die Spiegel und so hat er also die Möglichkeit, auch mal von außen die Perspektive des Fahrlehrers, Dozenten zu sehen. Also zunächst mal muss ich dazu sagen, dass die Fahrlehrerausbildung wahrscheinlich kaum jemandem bekannt ist hier, wie das so funktioniert. Da findet tatsächlich Berufsausbildung statt in einer Fachschule und dann in sogenannten Ausbildungsfahrschulen. Und die Ausbildung ist sehr ja, vielschichtig einerseits. Das eigene Tun muss verbessert werden, das heißt also Umgang mit den Fahrzeugen. Dort setzen wir Video ein. Und dann auch die Lehrkompetenz muss gesteigert werden. Wir haben auch eine dezentrale Ausbildung. Die betrieblichen Ausbildungsorte, das sind teilweise weit weg von der Ausbildungsstätte, also von unserer Fachschule, sodass mehr und mehr dazu übergegangen werden soll, dass die Teilnehmer dort Videos drehen, hochladen, sodass wir dann in den Seminarwochen, also Reflexionswochen, bessere Videoanalysen durchführen können als bisher im Rollenspiel. Ein paar Sachen mitgebracht zum Thema, weil E-Learning sich ja auch in den letzten 20 Jahren wahnsinnig entwickelt hat. Es geht weg von diesen Lernprogrammen, von diesen IT-Schulungen auch, diesen dann eher versteckenden Anwendungen oder man googelt sie, sondern es geht hin in neue Formate. Ich habe mal so ein kleines Beispiel, ein Stichwort mitgebracht. Ich habe sie verschrieben an Learning Nuggets. Ich halte die Sache jetzt einfach mal so hoch und sie gucken, ob sie es erkennen können und wenn nicht, dann erzähle ich Ihnen, was Sie sehen könnten, wenn Sie nicht haben. Wenn wir näher zusammen. You have always resolved to make more of the talents and strengths of your staff in the future. That was management in a nutshell. Also, anstelle eines langen WBTs ein kurzes, kleines Video, 3 Minuten lang. Wenn Sie den Stil vielleicht schon mal bei YouTube gesehen haben, da kommt er eigentlich auch her. Und Sie merken auch so viele Ähnlichkeiten, was YouTube angeht, was die Kürze angeht, was das Format angeht. Hier nochmal so ein kleines Zitat, ich lese es mal kurz vor. Inzwischen ist es erwiesen, dass wir zum Beispiel durch die Kurzfilme Führungskräfte erreichen, die sonst kaum ein klassisches Web-based Training bearbeiten würden. Solange sich alle im Klaren sind, was in 4 Minuten vermittelt und erreicht werden kann, ist das in Ordnung?
Ich habe so E-Learning-Unternehmen vorgestellt, also ein Riesenthema, ein abendfüllendes Thema, und habe so einen kleinen Learning-Nugget mal präsentiert, ein kleines Video. Und Reaktionen waren halt völlig unterschiedlich. Also es war eine ganz, ganz spannende Diskussion und Feedback, die so alle Facetten abgebildet hat, also das Medium selbst, die Präsentation und die Frage, wie kann man solche Technologien einsetzen. Also ich sehe da ganz viel Spielraum und ganz viele Beziehungen, aber ich will Ihrer nächsten Frage nicht vorwegnehmen. Was ist denn dann sozusagen aber der Ansatzpunkt für den Sport? Ja? Wo kann er da richtig anknüpfen, auch wenn er sagt, das ist eigentlich zu verkopft? Also doch überraschend die Frage. Ja, also ich sehe es eigentlich durchgehend. Ich glaube, dass heute kein gesellschaftlicher Lebensbereich mehr ohne Medien auskommt. Und die Frage ist eher, wo, an welchen Stellen und welche Medien sind es? Ich glaube auch, dass wir alle, also mich eingeschlossen, und wahnsinnig nachlegen müssen, was Medienkompetenz angeht, was den schnellen Einsatz dieser Medien angeht. Im klassischen Unterricht in der Schule, da müsste ich normalerweise im Schulalltag meinen Medienwagen holen, ein Video auflaufen lassen, habe meine Kreidetafel, habe irgendwelche Arbeitsblätter und so weiter, die ich hier austeile. Und jetzt hier mit dieser Software oder mit diesen interaktiven Lösungen könnte ich jetzt einen Film oder Ton einblenden. Hier zum Beispiel würde ich das Ganze mit einem Film starten. Liebes Tagebuch, mir geht es mal wieder schrecklich. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Wir haben jetzt hier zum Beispiel nicht nur in den Schulen zu tun, sondern auch in Sportvereinen, hier zum Beispiel beim 1. FC Köln. Also hier ist das interaktive Whiteboard. Und drüber, ich brauche immer den Beamer, der mir das Bild visualisiert natürlich, meinen Bildschirminhalt. Hier geht es ganz klar und stark um Visualisierung. Wir können jetzt zum Beispiel hier auch so eine Abwehrkettenverschiebung durchführen. Ein weiterer Aspekt könnte sein, dass man hier ein Video ablaufen lässt. Hier hat man natürlich die Möglichkeit, das Bild anzuhalten und dann mit den entsprechenden Werkzeugen, Szenen und so weiter, hier einzuzeichnen und irgendwelche Stockhaltungen auch im Sportbereich zu analysieren oder irgendwelche Körperbewegungen hier festzuhalten. Also bei mir war es so, dass die Personen, die da waren, ganz konkrete Vorstellungen schon hatten, was sie machen können. Es gibt natürlich auch im Sport viele Möglichkeiten, mit dem interaktiven Board Szenarien abzubilden, Videos mit einzubinden und solche Geschichten. Es kam so ganz zum Schluss eine Frage vom Hockeybund, der hat mich gleich verbessert. Und es geht darum, auch komplette Sequenzen mit Video, mit PowerPoint-Inhalten und anderen Anwendungen zusammengefasst irgendwo abzulegen, sodass das eben auch die Trainer oder die Leute, die es dann bekommen sollen, irgendwo am Server finden, beziehungsweise auch alle Komponenten dieser Software haben. Das war ein Einsatzgebiet. Und die zweite Frage kam speziell nochmal zu standardübergreifender Kommunikation. Also ähnlich auch wie der erste Vortrag heute früh oder heute Mittag. Und dementsprechend auch über Standort hinweg an Dokumenten zu arbeiten, auszutauschen, Videos zu zeigen und mit den Gegenüber oder mit den Ansprechpartnern dann auch mit Telefonie beziehungsweise zu kommunizieren, als auch mit entsprechenden Annotationen zu arbeiten. Das waren so die Schwerpunkte. Wie hat es dir denn bisher gefallen, jetzt der erste Teil? Ich finde, es wurde schon sehr treffend zusammengefasst, dass wir viele kleine Inhalte, auch im Zeitaspekt, also komprimiert bekommen haben als Einblick. Das sind keine Appetitanreger, keine Happen, die komprimiert zusammengefasst werden und uns anregen sollen, im Nachgang dann auch mit der nächsten Online-Phase ab Montag darüber noch vertiefend zu diskutieren, uns auch auszutauschen und auseinanderzusetzen damit. So habe ich es aufgefasst. Ich finde, diese Form der Gestaltung ist gewöhnungsbedürftig, weil man das selber anders kennt, dass man vertieft in die Thematik auch wirklich schon in dem Diskurs vor Ort geht. Aber wenn man sich offen damit auseinandersetzt, dann ist es ein spannender neuer Ansatz. Dankeschön. Wie hat dir denn das Fachforum bisher gefallen? Ja, sehr gut. Der Anfang, den fand ich echt super mit der Übertragung aus Schweden. Ich kam mir schon vor wie im Fernsehen, das war echt klasse. Jetzt aber in dem Landwasser war super. Sicherlich ist einiges schwierig gleich umzusetzen, aber so mit der Zeit wird man sich an die einzelnen Punkte schon ranwagen müssen, weil ich denke, man kommt einfach nicht mehr drum rum. Gut, vielen Dank. Zum gesamten ersten Teil, also ich habe doch die ein oder andere Anregung mit
mitgenommen. Sehr auffällig fand ich, oder auch sehr gut zusammengefasst fand ich immer jetzt gerade am Ende nochmal die Beiträge von den Referenten, wo ich ein bisschen traurig war, dass ich nicht mich zweiteilen konnte und dann doch den einen oder anderen Basar noch hätte mitnehmen können. Das werde ich online auf jeden Fall noch nachholen und mir das noch online zu Gemüte führen. Und ansonsten nehme ich auf jeden Fall nochmal mit, dass man über E-Learning doch sehr grenzübergreifend Inhalte vermitteln kann und da einfach Grenzen zeitlicher und räumlicher Natur gut überwinden kann und das auf jeden Fall auch nutzen sollte, was wir ja auch vorhaben in Zukunft. Auf den nächsten Seiten tauchen die Begriffe Sport und Training nicht auf. Da bitte ich um Verständnis für, sondern es geht wirklich um eine Form des Lernens. Also was geht mit Bildung noch, was geht mit Lernen noch, was geht mit, wenn man sich irgendwie mit Hilfe neuer Technologien und mit Hilfe Gleichgesinnter schlau machen will. Um den Begriff kurz aufzulösen, auch vielleicht noch so aussprachetechnisch, seien Sie bitte MOOCs. Und diese MOOCs, das ist hier nochmal das Akronym aufgelöst in Massive Open Online Course. Damit Sie ungefähr wissen, wo das Thema und die Idee und das Konzept herkommen. Stephen Downes ist der obere und George Siemens der untere. Und die hatten vor einigen Jahren, 2008, mal die Idee, wir sind schon sehr lange im Netz und wir haben unser Netzwerk und wir machen sogar schon Online-Konferenzen. Das hatten die alle schon ausprobiert. Wie wäre es denn, wenn wir mal einen Kurs machen? Sie haben schon die Teilnehmer gewarnt, weil das wird eine andere Form des Kurses, eine andere Form des Lernens. Da steht keiner mehr und sagt, ich bin der Experte und das sind die Lernziele und das sind die Übungen und Tests, sondern wir geben euch eigentlich einen Rahmen vor. Die Idee dann ist, dass eigentlich die Teilnehmer die Infrastruktur des Netzes nutzen und an den Stellen schreiben oder publizieren oder was auch immer oder Videos drehen, an denen sie zu Hause sind. Und dann findet idealerweise eine Vernetzung statt. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss doch auch hier möglich sein. Also haben wir uns hingesetzt, das ist jetzt ein Bildungsthema, wir haben es mal Zukunft des Lernens genannt und haben dann einige Dinge definiert. Ich habe hier nochmal kurz festgehalten, was uns so ein bisschen getrieben hat. Was wir wissen wollten, wirklich, weil Lernen so in sozialen Netzwerken funktioniert. Also wir reden alle von Facebook, von Google Plus und anderen Netzwerken, von den YouTubes dieser Welt, von Twitter. Kann man damit lernen? Und das sind mal so Ausschnitte aus einzelnen Blogbeiträgen. Hier sehen Sie so einzelne Tweets, also wo Leute in Twitter ganz kurz was reingeschrieben haben, parallel zum Live-Event oder zu anderen Beiträgen von Teilnehmern. Ja, die Referenten, die meisten Referenten, die haben das getan, was wir von ihnen gewünscht haben. Die kamen dann um 17 Uhr in diesen Virtual Classroom und haben erzählt und diskutiert. Es gab einen zum Beispiel, das ist der Christian Spannagel, ein Mathe-Professor aus Heidelberg, der war mit dieser Anfrage völlig unterfordert. Der hat gesagt, also, wie, was, nur 17 Uhr kommen zu einer Live-Session, das ist viel zu wenig. Der hat uns also fast die ganze Woche aus der Hand genommen. Und der hat dann am ersten Tag gesagt, okay, ich mache daraus ein Konzert. Und es gibt den einen Übungsraum im Netz, das ist folgende URL, es gibt den Konzertraum, das ist folgende URL. Und im Vorfeld zur Session geht ihr bitte in diese Räume rein und schreibt eure Ideen und sammelt dort, tauscht euch aus. Das wurde dann alles in der Live-Session, die war vollkommen chaotisch. Da hat er dann reingegangen in den Virtual Classroom und hat gesagt, wunderbar, das ist die Begrüßung, wie das Plenum jetzt hier. Und jetzt gehen wir für die nächsten 20 Minuten wieder auf folgende 5 URLs, diskutieren in kleinen Arbeitsgruppen. Also was wir hier über den ganzen Nachmittag gemacht haben, fand hier alles in einer Stunde statt. Die Teilnehmer waren begeistert bis hoffnungslos überfordert. Es war die schönste Woche. Die Teilnehmerzahlen gingen hoch, die Feedbacks gingen hoch. Einige haben zwar gesagt, um Gottes Willen, also ich hatte gerade mal nach einer halben Stunde, da war die Session schon vorbei, gewusst, wo die URL ist. Und man muss sagen, er hat das wunderbar gemacht und er ist sicher bis zur Grenze gegangen. Also was so die Herausforderungen im Umgang mit Medien, mit einem Thema und dem Austausch angeht. Salto hat seinen Ursprung, hat es in dem Projekt Umsetzung der Rahmenrichtlinien. Sie haben alle Ihre Ausbildungskonzeption angepasst an die neuen Rahmenrichtlinien.
viel Arbeit steckte drin. Wir haben ein langfristiges Projekt dazu aufgelegt. Und in dem Projekt haben wir auch besprochen, wie können wir denn die Qualität in der Ausbildung verbessern? Was können wir da tun? Und dazu wird der Markus Stroß, unser Projektleiter Salto, Ihnen alles Wichtige erzählen, damit Sie alle wissen, was es denn mit Salto überhaupt jetzt inhaltlich auf sich hat. Was ist das Ziel von Salto? Das ist die Qualitätsverbesserung in der Ausbildung. Und wie wollen wir das erreichen? Wir wollen digitale Medien in Aus-, Fort- und Weiterbildung einsetzen. Was ist hier mit Qualität gemeint und was bedeutet das? Wirft man einen Blick in die Rahmenrichtlinien zur Qualität, findet man Begriffe wie Verbesserung der Strukturqualität oder auch eine Verbesserung eben von Lern-Lernprozessen, und orientiert man sich an der Muckenhaut-Studie, dann kann man auch erkennen, dass es hier bei der Informationsversorgung sicherlich eben auch noch ein entsprechendes Potenzial gibt, was es da gilt auszuschöpfen. Und wer sind die Zielgruppen von Salto? Eine ganz große Zielgruppe, das sind Sie, das sind nämlich die Bildungsreferenten aus den Mitgliedsorganisationen, die ja auch schon stark am Entstehungsprozess oder am Anstoß von Salto beteiligt waren. Und das sind aber auch Trainer und Übungsleiter. Und perspektivisch sollen hier dann auch Jugendleiter und Vereinsmanager hinzukommen. Wie könnte nun so eine Sicht auf das Bildungsportal aussehen, wenn beispielsweise ein Bildungsreferent in dieses Bildungsportal reinschaut? Der könnte zum Beispiel im Hinblick auf E-Learning-Content einfach auf der Suche nach sportartübergreifenden, fundierten Inhalten sein. Auf der Folie haben wir mal so eine Vision verfasst, wie es aussehen könnte oder was sich ändert, wenn das Bildungsportal denn 2015 steht. Und wie ist es, wenn ich Tipps, Beispiele und Erfahrungsberichte zu mediengeschützter Bildungsarbeit suche? Für den organisierten Sport gibt es das, soweit ich weiß, aktuell eigentlich gar nicht. Das wäre dann auch was, was passend für den organisierten Sport eben im Bildungsportal zu finden ist. Wo befinden wir uns aktuell? Wir befinden uns in der Analysephase. Das heißt, genau jetzt hier bei dieser Veranstaltung sind Sie als Bildungsreferenten gefragt, hier auch Ihre Bedürfnisse in den einzelnen AGs, in denen Sie nachher sind, da auch einfach zu äußern, damit wir auch wissen, was Sie möchten. Was ist uns in Salto noch besonders wichtig? Wie ich eben schon sagte, uns ist die Bedarfsperspektive erstmal wichtig und gar nicht so die technische Perspektive. Wenn Sie Ihre Bedarfe artikuliert haben, dann werden wir sehen, wie wir das Ganze auch in eine technische Lösung verpacken können. Uns ist ebenfalls wichtig, dass wir eine nachhaltige Strategie fahren. Das heißt, das Bildungsportal soll auch weit über die Förderung, über die Projektförderung hinausgehen und auch erhalten bleiben und vor allen Dingen auch weiterentwickelt werden. Und jetzt haben Sie dann im Anschluss die Möglichkeit, in den Arbeitsgruppen mitzuarbeiten und an der Vision 2015 mitzuwirken, sodass das Bildungsportal auch für Sie einfach ein Mehrwert wird. Wie hat Ihnen der Tag gestern vom Fachforum gefallen? Der war auf jeden Fall sehr interessant, weil er ganz viele neue Möglichkeiten aufgezeigt hat, die vielleicht gar nicht so in der direkten Verbindung mit dem, was wir in der Bildung im Sport zu tun hat, aber er zeigt mal, was alles so geht und was alles so gibt. Und da muss man natürlich dann irgendwie für sich selbst dann herausfinden noch, welche Scheibchen man da wie nutzen kann. Also mein Fazit von gestern ist, dass wir eine Vielfalt an Möglichkeiten beim E-Learning haben, die sehr differenziert und sehr vorsichtig eingesetzt werden muss. Hauptproblem wird mit Sicherheit die Personalressourcen sein. Es erfordert sehr viel Zeit. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass wir uns sehr intensiv mit digitalen Medien beschäftigen müssen, dass wir dort auch schauen müssen, wie können wir zusammenarbeiten, wie können wir da ja Formen finden, wo jeder einen Gewinn draus zieht. Gut, dann kommen wir zum Abschluss mit Gudrun zusammen. Du hast nächste Woche DOSB-Präsidium. Da werden sich sicherlich deine Kollegen fragen und sagen, was habt ihr denn da, wir haben die Tagesordnung gelesen, das hört sich ja spannend an, was habt ihr denn da gemacht? Vielleicht könnte man mal den Vorschlag machen, blendet Präsidiumssitzung. Ja, ich meine es jetzt im Ernst. Man kann im Vorfeld manche Themen nämlich im Grunde genommen schon kommunizieren. Und wenn man dann vor Ort sitzt, also das ist ja, passiert ja auch schon in vielen Fällen, aber eigentlich diese Idee, ja, also dass man manches thematisiert, auch schon diskutiert
Und wenn man dann sozusagen diese Präsenzphase hat, was ja praktisch die Präsidiumssitzung ist, dass man da dann schon also auf etwas aufbauen kann. Und das finde ich ist eigentlich etwas, was man hier so aus dem mitnimmt, aber das kann ich so natürlich da nicht vortragen. Da muss ich ein bisschen ernster sein, also der Einsatz von digitalen Medien und so weiter, das mache ich, da könnt ihr sicher sein, dass ich das also da vortrage. Aber vielleicht auch eher so als Chance für die verschiedenen Bereiche, in denen wir tätig sind. Sowohl im Bereich der Ausbildung, da wo es um Lizenzen geht und. Also dass man nochmal deutlich macht, da sind viele Möglichkeiten. Aber es ist auch nicht so, dass das alles schon so ausgereift wäre. Also mit Urheberrecht und was weiß ich allem. Also da muss man auch noch, oder Qualitätsfragen, die sind für mich riesig groß. Man muss schon irgendwie auch, ich sag mal, diese Probleme muss man auch sehen. Also bei aller Begeisterung, und ich glaube, das ist ja auch in den verschiedenen Arbeitskreisen deutlich geworden. Okay, vielen Dank. Jetzt sind wir fast am Ende dieser Tagung, aber im Grunde ist sie ja nicht zu Ende, weil sie geht ja am Montag weiter mit der zweiten Online-Phase, auf die ich euch gerne nochmal hinweise, die allerdings dann auch ein Ende hat. Und zwar am 20. März, wenn ich das richtig übermittelt bekam. Also nochmal so 10 Tage, das muss ja auch ein gewisser Spannungsbogen sein, damit man auch in der Zeit dann auch sich da rückmeldet. Nutzt das wirklich, dieses Medium? Das ist ja auch ein Stück auch der Qualitätssicherung des weiteren Austausches. Ja, also ihr bekommt am Montag die neuesten Infos. Ziel der Fachkonferenz war es, die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Medien für das Lernen zu erkennen und gemeinsam Strategien zu entwickeln, wie dieses Potenzial im organisierten Sport genutzt werden kann. In der anschließenden Online-Phase konnten alle Teilnehmer ihr Feedback abgeben und Vorschläge für die weitere Umsetzung machen. Wer wollte, konnte sich die Vorträge nochmals ansehen und sich über die Ergebnisse der Arbeitsgruppen informieren. Herzlich willkommen zur Zusammenfassung der AG Bildungsportal. Mein Name ist Markus Stross, ich bin der Projektleiter von Salto und habe die AG auf dem Fachforum Bildung betreut. Bei uns ging es zunächst erstmal darum, über das Bildungsportal zu informieren. Das heißt, dass das Bildungsportal ein interaktives Schaufenster sein soll für Informationen rund um Qualifizierung. Hier soll die mediengestützte Bildungsarbeit des DOSB abgebildet werden. Bildungsreferenten sind richtig ins Nachdenken, ins Diskutieren gekommen, weil neue Themen auf sie eintrudeln, die sie sozusagen aus ihrer Arbeit noch nicht so kennen, nämlich Lernen mit digitalen Medien. Und ich glaube, das hat gewirkt und das schwirrt. Ich hatte viel mehr Widerstände erwartet und ich finde, ja, sehr konstruktiven Umgang damit. Bin gespannt, wie es weitergeht. Und die Lösungen sind nicht einfach, aber ich glaube, jeder macht sich auf den Weg. Es war wieder super, viele Kollegen zu treffen. Wir merken, unsere Diskussionen geben uns vorwärts. Vor allem, dass Spitzenverbände und Landessportbünde jetzt endlich zusammen diskutieren. Und ich denke, da werden wir neue Wege beschreiten können in Zukunft. Also ich fand es sehr innovativ, auch sehr inspirierend und vor allem informativ. Eigentlich die 3i. Und das ist ja ein tolles Resultat für so eine zweitägige Veranstaltung. Das Entscheidende ist aber auch, dass es jetzt wirklich alles so weitergeht und dass man jetzt also nicht wieder so zurückkehrt zu dem, wie man es immer alles vorher gemacht hat.